Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar rund um LinkedIn für Nonprofits. Als weltweit größte Plattform für Berufstätige mit mehr als 930 Millionen Mitgliedern, also allein diese Zahl, bietet LinkedIn ein großes Potenzial für soziale Organisationen, sich mit potenziellen Spendern oder Spenderinnen in Kontakt zu treten, neue Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen und einfach auch die eigene Organisation bekannter zu machen. Wir wollen Ihnen in den kommenden 60 Minuten das LinkedIn für gemeinnützige Organisationen Ressourcen Center vorstellen, welches Sie als Organisation dabei unterstützen kann, die Wirkung Ihrer Organisation auf LinkedIn zu maximieren. Im Ressourcen Center finden Sie unter anderem eine Sammlung von Leitfäden, Best Practice und auch Expertenratschlägen. Und wie Sie all das optimal für Ihre Organisation nutzen können, das erzählt Ihnen jetzt gleich unser heutiger Experte Lars Thies. Er ist Social Impact Manager für EMEA, also die Region und Lateinamerika bei LinkedIn. Und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, dein Wissen in den sozialen Sektor zu tragen. Mein Name ist Maileen Perisch. Ich bin vom Haus des Stiftens und übergebe damit auch direkt dir, Lars, die digitale Bühne. Bis später. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar. Freut mich, dass so viele von Ihnen sich dazugeschaltet haben. Mein Name ist Lars Thies. Ich arbeite als Social Impact Manager bei LinkedIn. Bin Teil eines kleinen Teams, also das sich um die Region EMEA und Lateinamerika kümmert. Social Impact Manager heißt bei LinkedIn ist einfach ein anderer Begriff für CSR-Manager. Also ich koordiniere das gesellschaftliche Engagement von LinkedIn, speziell in den Ländern Deutschland, Frankreich und noch ein paar anderen Ländern in Europa. Also herzlich willkommen zu dieser Session. Gehen wir zur nächsten Folie. Was haben wir heute vor? Ich erzähle ein bisschen was dazu und habe ein paar Zahlen dazu mitgebracht, warum es gerade für gemeinnützige Organisationen interessant ist, auf LinkedIn präsent zu sein. Und dann gehe ich ein bisschen darauf ein, wie LinkedIn sowohl als Plattform als auch als Unternehmen gemeinnützige Organisationen unterstützt. Und dann der Hauptteil der Session geht um das sogenannte Ressourcencenter für gemeinnützige Organisationen. Das stelle ich ein bisschen im Detail vor und am Schluss haben wir noch hoffentlich genügend Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Bevor wir loslegen, habe ich erstmal zwei Fragen an Sie mitgebracht, weil mich das einfach interessiert. Einmal wird mich interessieren, wer von Ihnen oder welche Organisationen jetzt schon auf LinkedIn sind. Das andere, was mich interessieren würde, ist, was sozusagen die Hauptmotivation für Ihre Organisation ist oder sozusagen der Haupt-Use-Case für Sie, für Ihre Organisation auf LinkedIn zu sein. Und damit für die Umfrage übergebe ich nochmal an Maileen. Mhm. Dankeschön, Lars. Die Umfrage, die erste, ist auch schon geöffnet und ich sehe, dass schon 80% von Ihnen abgestimmt haben und dass sich aber gerade noch einiges tut. Deswegen warte ich noch einen kleinen Moment. Die Frage lautet, ist Ihre Organisation bereits auf LinkedIn? Und da können Sie ganz klassisch einmal mit Ja und einmal mit Nein antworten. Und ich zeige Ihnen auch gleich das Ergebnis an. 62% von Ihnen haben angegeben, dass Sie bereits mit der Organisation auf LinkedIn vertreten sind. 38%, also doch auch noch ein großer Teil von Ihnen, ist es bisher nicht. Und wer weiß, vielleicht hilft ja dieses Webinar, dass Sie sich im Nachgang dazu entscheiden, das doch auch zu nutzen. Damit öffne ich auch direkt die zweite Umfrage. Jetzt möchten wir von Ihnen wissen, was ist für Ihre Organisation der wichtigste Bereich, für den Sie LinkedIn bereits nutzen oder
nutzen möchten. Und da haben wir 5 Antwortoptionen. Eine davon können Sie anklicken. Also hier geht es wirklich um diesen einen Bereich, wo Sie sagen, der ist für Sie am wichtigsten. Ist es Punkt 1, das Personal und oder auch Freiwillige finden. Punkt 2 wäre, wenn Sie für Sie Fundraising oder eben auch Spenden generieren, der wichtigste Bereich ist. Die dritte Option ist Unternehmenspartnerschaften aufbauen. Gefolgt von der 4. Option, wenn es für Sie in erster Linie darum geht, dass Sie Inhalte Ihrer Organisation kommunizieren oder eben auch generell um das Thema Interessenvertretung. Und der letzte Punkt ist, dass Sie sich mit anderen gemeinnützigen Organisationen vernetzen möchten. Ich sehe, hier wird auch gerade noch sehr kräftig abgestimmt und warte auch noch einen ganz kleinen Moment. Und dann schließe ich die Umfrage und zeige Ihnen auch direkt wieder das Ergebnis an. Eindeutig mit 47% haben angegeben, dass LinkedIn in erster Linie dafür genutzt wird, um Inhalte zu kommunizieren oder eben Interessenvertretung zu betreiben. Gefolgt von jeweils 17% von Ihnen, die angegeben haben, dass es zum einen Fundraising ist, dieser Bereich, der so wichtig ist, oder eben auch die Unternehmenspartnerschaften. 12% von Ihnen nutzen LinkedIn, um Personal und Freiwillige zu finden. Und 7% von Ihnen haben angegeben, dass Sie es nutzen, um sich mit anderen Organisationen zu vernetzen. Für Sie zur Info, wir sind jetzt gerade 213 Teilnehmende hier im Webinar, damit Sie so die Prozentzahlen ein bisschen zuordnen können. Damit bedanke ich mich für die rege Teilnahme und übergebe wieder an dich, Lars. Super, vielen Dank, Mailin, und auch danke für alle, die die Fragen beantwortet haben. Das ist für mich auch sehr informativ. Mich freut besonders, dass bei den Gründen zur Nutzung von LinkedIn auch die Inhalte im Vordergrund stehen oder die inhaltliche Kommunikation, weil wir oder ich persönlich oder wir auch von LinkedIn einfach gerne noch mehr Inhalte von Nonprofits auf der Plattform sehen würden. Ja, weil das in der Regel einfach auch gute Inhalte sind und informativ und ja, gerne mehr davon. Ich hoffe, ich kann einige von Ihnen im Laufe der Session dazu motivieren. So, gehe ich nochmal weiter. Also eigentlich, warum LinkedIn nutzen? Mailin hat es ja schon gesagt, LinkedIn ist das größte professionelle Netzwerk der Welt. Wir haben aktuell ungefähr 930 Millionen Mitglieder in 200 Ländern und Territorien. Und wir sind inzwischen auch weit davon entfernt, nur ein Netzwerk in den USA zu sein. 77% der LinkedIn-Mitglieder leben außerhalb der USA. Und was auch noch ganz interessant ist, ungefähr 61 Millionen Unternehmen weltweit sind auf LinkedIn vertreten, also mit einer Unternehmensseite vertreten. Das sind sozusagen die ganz groben Zahlen, aber ja, besonders wichtige Zielgruppen für Nonprofits sind eben auch zahlreich auf LinkedIn vertreten. Hier eine Zahl, 180 Millionen Senior-Level-Influencers. Dazu habe ich leider keine gute Übersetzung, aber vielleicht können Sie sich trotzdem was drunter vorstellen. 63 Millionen Entscheidungsträgerinnen und 10 Millionen Mitglieder aus dem Top-Management. Also wir wissen jetzt mal für Deutschland, dass auch viele Leader von Non-Profit-Organisationen auf LinkedIn vertreten sind. Immer mehr Politikerinnen und Politiker sind auf LinkedIn vertreten, zum Beispiel Robert Habeck. Er macht ziemlich viel auf unserer Plattform, genau, und natürlich auch sehr viel Mitglieder aus dem Top-Management, genau. Aber es sind nicht nur, die Zielgruppen sind nicht nur da, sondern sind tatsächlich auch, das haben wir in einer Umfrage, also für die USA herausgefunden, aber die Mitglieder von LinkedIn sind auch besonders daran interessiert, von Non-Profits zu hören auf der Plattform und auch sie zu unterstützen. Wie gesagt, das sind Zahlen aus den USA, aber gibt hoffentlich einen Eindruck davon. 75% der engagierten Mitglieder, das sind die Mitglieder, die
mindestens einmal oder mehrmal in der Woche sozusagen auf LinkedIn sind und auch aktiv posten. 75% von diesen spenden mindestens einmal im Quartal. 71% von ihnen folgen mindestens einer gemeinnützigen Organisation auf LinkedIn. Und rund ein Drittel von ihnen findet auch Möglichkeiten, sich zu engagieren auf LinkedIn. Und last but not least, aber die Non-Profit-Community, also Ihre Community selbst, ist auch zahlreich auf LinkedIn vertreten. Wir haben ungefähr 1 Million gemeinnützige Organisationen weltweit, die auf LinkedIn eine eigene Seite haben und ungefähr 26 Millionen Mitarbeiterinnen von gemeinnützigen Organisationen sind auf LinkedIn. Also deswegen hatte ich auch in dieser Umfrage den letzten Punkt, das Thema Vernetzung untereinander. Dafür bietet eben LinkedIn auch eine sehr gute Plattform. Das nur so ganz kurz zur Einführung. Jetzt gehe ich als nächstes mal darauf ein, was LinkedIn, also was wir als Plattform und als Unternehmen auch für gemeinnützige Organisationen tun. Einmal gibt es da oben einen Link, wo man sich nochmal informieren kann. Genau, und das Ganze, unsere Unterstützung für Non-Profits, gliedert sich so in drei Bereiche. Einmal haben wir eine Menge Inhalte für gemeinnützige Organisationen. Dazu gehört zuvorderst dieses Ressourcencenter, was ich nachher nochmal im Detail vorstelle. Es gibt aber auch einen Blog von LinkedIn for Nonprofits, wo es auch viel darum geht, ne, wie können Nonprofits auf unserer Plattform sich besser darstellen. Da muss ich allerdings dazu sagen, dieser Blog ist auf Englisch. Dann haben wir noch einen Newsletter, der nennt sich Moving Forward, der ist auch auf Englisch, und schließlich gibt es auf der LinkedIn for Non-Profit-Seite unter dem Link, der da oben auf der Folie ist, auch noch eine Reihe von Fallstudien von Organisationen, die LinkedIn nutzen, und die sind zumindest teilweise auch auf Deutsch verfügbar. Ich sage das immer dazu, weil wir sind eben amerikanisches Unternehmen. Wir haben ein LinkedIn for Non-Profits-Team in den USA. Aber der Support und der Service für Non-Profit-Organisationen in Europa ist, muss ich ganz ehrlich sagen, noch ausbaufähig. Und deswegen, wir bekommen auch nicht immer alle Inhalte sofort auf verschiedenen Sprachen. In erster Linie gibt es vieles auf Englisch, und aber immer mehr wird auch übersetzt auf Deutsch und auch auf andere Sprachen. Der zweite Bereich, mit dem LinkedIn gemeinnützige Organisationen unterstützt, ist Ermäßigung auf LinkedIn Produkte. Also es gibt Ermäßigungen für Produkte im Talent Solutions und Learning Bereich. Und es gibt nochmal ein Ad-Grant-Programm, das stelle ich auch gleich nochmal vor. Das ist eben nochmal eine Unterstützung im Bereich Marketing und Anzeigen. Dann, last but not least, der dritte Bereich sind nochmal Austausch und Events. Es gibt auch eine LinkedIn for Nonprofits-Gruppe. Das findet auch vor allem auf Englisch statt. Und dann haben wir eine Reihe von Events, die wir für Nonprofits anbieten. Wir haben immer eine Serie, die heißt Better Together, wo wir auch mit Non-Profit-Organisationen interagieren in Form von so Fireside-Chats. Das ist auch meistens auf Englisch. Dann hatten wir gerade den Impact Summit. Da gibt es eine ganze Reihe von Programmelementen für Non-Profits. Und schließlich haben wir dann auch noch so Ask Me Anything Sessions und Webinare. Da kann man dann sich auch in diesem Ressourcencenter, komme ich später nochmal drauf, informieren, wann und wo die stattfinden. Und letztendlich ist auch dieses Webinar in Zusammenarbeit mit dem Haus des Stiftens eben Teil davon, von unseren Aktivitäten mit der Community der gemeinnützigen Organisationen in Kontakt zu treten und uns auszutauschen und zu schauen, genau, wie wir als LinkedIn, als Plattform und Unternehmen noch mehr
für Sie tun können. Ich gehe jetzt noch mal auf zwei Sachen etwas mehr im Detail ein. Das eine ist das LinkedIn Ad Grant Programm. Zweimal im Jahr öffnet LinkedIn ein Bewerbungsverfahren, mit dem sich gemeinnützige Organisationen auf Ad, also auf kostenlosen Anzeigen, Anzeigen-Space auf unserer Plattform bewerben können. Die nächste Runde findet jetzt wird wahrscheinlich im Juli ausgeschrieben und dann die darauffolgende Runde dann in der Regel entweder im Dezember oder im Januar. Das Einzige ist, dass das thematisch etwas eingeschränkt ist. Also es ist vor allem für Organisationen offen, die sich mit dem ganzen Bereich Arbeitsmarktzugang, Employability beschäftigen, mit den Themen Chancengleichheit und Gerechtigkeit und mit den Themen Nachhaltigkeit. Dass alle Organisationen, die sich da in diesen Bereichen bewegen oder zu diesen Themen arbeiten, können sich eben für dieses Ad-Grant-Programm bewerben. Es kommen nicht immer alle zum Zug. Also in der letzten Runde hatten wir, glaube ich, 900 Bewerbungen und nur, also glaube ich, so 150 Ad-Grants, die dann vergeben wurden. Aber das Schöne daran ist, wenn man eine Ad-Grant bekommt, man bekommt nicht nur eben den Anzeigenraum auf der Plattform, sondern auch noch Unterstützung von unserem Marketing Solutions Team, die dann mit den Nonprofits zusammen daran arbeiten, wie diese Ad Grants auch besonders gut einzusetzen sind. Das ist das eine. Dann haben wir auch noch Ermäßigungen. Also generell gibt es für Non-Profit-Organisationen eine 50% Ermäßigung auf LinkedIn-Produkte. Besonders interessant sind dabei einmal für das Thema Fundraising der LinkedIn Sales Navigator, mit dem wir normalerweise, Leute im Vertrieb nutzen. Und das andere ist eben bei dem Thema Personalsuche, wenn es gerade Positionen gibt in Nonprofits, die etwas schwieriger zu besetzen sind, dann kann man eben den LinkedIn Recruiter nutzen und unsere Plattform für die Personalsuche nutzen und da systematisch eben nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten suchen. Genau, da muss ich dazu sagen, um diese Rabatte zu bekommen, muss man sich über ein E-Mail-Formular anmelden als Non-Profit-Organisation und dann kann man online diesen Rabatt einlösen. Das ist tatsächlich von dem Service und von der Nutzerfreundlichkeit noch nicht so super, aber wie ich schon sagte, wir arbeiten daran, auch noch eine bessere Unterstützung und besseren Service für Non-Profit-Organisationen auch in Europa und in anderen Regionen der Welt hinzubekommen. Das war das Thema, was wir generell für Non-Profits machen und jetzt komme ich zu dem Ressourcencenter, was LinkedIn für im Ende letzten Jahres, glaube ich, nee, Anfang diesen Jahres gelauncht hat. Das ist einfach ja eine extra Seite und mit sehr vielen Leitfäden, Materialien, Anleitungen, besonders für gemeinnützige Organisationen, wie sie LinkedIn gut für sich nutzen können und für ihre Zwecke nutzen können. Und ich stelle das jetzt einfach mal in ein paar Folien vor. Zunächst mal, das ist tatsächlich auch eine Seite, die wir auf verschiedenen Sprachen zur Verfügung haben. Also es gibt das Ganze auf Englisch, aber es gibt es eben auch in der deutschen Übersetzung und auch alle Materialien, die da verlinkt sind, sind auf Deutsch übersetzt. Es gibt es auch auf Französisch, glaube ich, und noch auf Spanisch, falls das für jemand interessant ist. Aber ich habe jetzt hier einfach mal das naheliegenderweise das deutsche Beispiel mitgebracht. Genau, oben ist nochmal der Link zu dem Ressourcencenter und dann kommt man erstmal auf so eine Eingangsseite. Als erstes wird einem da erklärt, wie man als Organisation überhaupt mit LinkedIn loslegen kann, also wie man
einerseits ein für sich selber ein gutes Profil anlegt, aber auch wie man eine kostenlose Unternehmensseite für Organisationen erstellen kann, wie man die noch weiter optimieren kann und dann im vierten Schritt auch ein bisschen wie kann man das Team mit einbeziehen, um einfach eine größere Reichweite für ihre Organisation auf LinkedIn zu erreichen. Das sind sozusagen die Oberthemen für Einsteiger und dann kann man sich da durchklicken und kommt auf weiterführende Themen. Das sind insbesondere fünf. Also das eine Thema ist Mitarbeiterinnen, Freiwillige und Vorstände finden über LinkedIn, Content veröffentlichen, den Content optimieren, neue Followerinnen auf LinkedIn finden, also die Reichweite der Organisation erhöhen und schließlich den Bereich Fundraising. So ist das dieses Ressourcencenter aufgebaut und man kann bei diesen fünf Themen eben in die Tiefe gehen. Ich zeige jetzt mal ein bisschen, wie das aussieht. Einmal für den Bereich Fundraising. Da gibt es wieder verschiedene Unterthemen, gibt ein kleines Video dazu und dann geht es in die Bereiche, also wie optimiert man den Content, die Inhalte, die man auf LinkedIn postet, für Fundraising, wie findet man auf der Plattform eigentlich Geldgeberinnen und oder Sponsorinnen und vielleicht auch dann weitergehend, wie kann man diese Leute eigentlich besonders gut ansprechen über die Plattform. Und dann, wenn man da eben in die Tiefe geht, ich habe es mal als Beispiel hier bei dem Content für Fundraising Nutzen eingestellt, dann kommt man eben auf diese Themenseite und da gibt es dann eben einfach ausführliche Informationen dazu, wie man das am besten auf LinkedIn macht, glaube ich, auch ganz ansprechend aufbereitet. Ja, und da kann man sich dann durchklicken und findet eben viele Anhaltspunkte. Hier nochmal gleich auf der nächsten Folie sieht man das nochmal ein bisschen im Überblick. Also nochmal so ein bisschen einen Rahmen darum, warum LinkedIn Teil ihrer Fundraising-Strategie sein sollte. Dann sagen, wie man den Content gestaltet, damit er die Zielgruppe der Spenderinnen und Spender auch wirklich anspricht, was ein guter Veröffentlichungsrhythmus ist auf der LinkedIn-Seite und auch wie man den bestehenden Sponsorinnen und Sponsoren oder Geldgeberinnen, Spenderinnen Wertschätzung zeigen kann über die Plattform. Also man kann eben einmal gibt es diese thematischen Übersichten und dann gibt es aber auch auf der nächsten Folie für einige Funktionen bei LinkedIn eben Schritt-für-Schritt-Anleitungen dazu, wie man das technisch auf der Plattform macht. Hier habe ich das Beispiel mitgebracht, wie wenn man Stellenanzeigen für bezahlte Positionen oder auch für ehrenamtliche Tätigkeiten veröffentlichen möchte, da gibt es, wird das einfach in diesem Ressourcencenter Schritt für Schritt einfach erklärt. Das war sozusagen also man kann so thematisch eben navigieren. Man hat diese fünf Oberthemen, die ich vorhin vorgestellt habe und kann eben bei jedem Thema in die Tiefe gehen, findet da einerseits dann generelle Hinweise dazu und Tipps, wie man das am besten macht, oder eben diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den einzelnen Funktionen. Dann, wenn man irgendwie diese thematische Organisation oder Navigation nicht so plausibel findet oder da nicht auf das Thema kommt, was man eigentlich sucht, dann kann man natürlich auch noch eine Suchfunktion oder nutzen. Über diesen Teil, der auf der Startseite ist, kann man unten auf diesen Button klicken zu allen Ressourcen und dann bekommt man eine Übersicht zu allen Materialien und Ressourcen, die eben da
eingestellt sind und kann da auch noch mal gucken, ob vielleicht das, wonach man sucht, dann dabei ist. Schließlich kann man eben auch LinkedIn for Nonprofits kontaktieren über diesen Ressourcen-Hub und Teil der Nonprofit-Community auf der Plattform werden. Da sind eben auch verschiedene Möglichkeiten nochmal aufgeführt. Über diesen Bereich bekommt man auch zu den ganzen Angeboten, die wir machen, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Ask Me Anything Sessions oder Webinare, kann man da auch finden, inklusive Daten, wann die stattfinden und so weiter. Da gibt es Links zu der offiziellen LinkedIn-Gruppe. Und eben auch dann die häufig gestellten Fragen sind da nochmal verlinkt. Und so kann man diese Seite eben dazu nutzen, um auch mit uns in Kontakt zu treten. Das war so der grobe Überblick über das Ressourcencenter. Und damit bin ich tatsächlich schon am Ende der Folien. Ja, und dann haben wir noch viel Zeit, um auf Ihre Fragen einzugehen. Vielen Dank schon mal an dich, Lars, an dieser Stelle für den Überblick. Genau, und dann würde ich jetzt direkt mal in die Fragen übergehen, die schon zahlreich reinkamen. Aber auch hier der Hinweis, wenn Sie jetzt Fragen haben, schreiben Sie es gerne in den Chat. Ich sammle sie und werde sie dann gleich an Lars weiterleiten. Dann starte ich ganz mit den allgemeinen Fragen. Und zwar hast du vorher vorgestellt, dass es ja diese Webadresse für das Ressourcencenter auf Deutsch gibt. Da kam jetzt die explizite Nachfrage, gibt es da auch extra eins für Österreich und Schweiz oder ist es einfach einmal für deutschsprachige Länder und da findet man sich dann auch zurecht? Genau, es gibt tatsächlich nur die eine Seite auf Deutsch für alle Deutschsprachigen. Genau, das ist die Inhalte da sind aber jetzt auch nicht besonders deutschlandspezifisch. Also sind eben nur auf Deutsch. Wenn überhaupt, sind die viele der Beispiele, muss man dazu sagen, sind eben aus den USA. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Vor allem auch, weil oft in den USA die Organisationen natürlich ein bisschen größer sind als in Europa. Das muss man einfach nur so im Hinterkopf behalten, wenn man diese Beispiele liest und denkt, das passt vielleicht für mich nicht so ganz genau. Das kann dann daran liegen. Okay, dann kamen jetzt zwei Rückfragen zum Thema Admin-Zugriffe. Also einmal kam die Frage, was mache ich als Organisation, wenn ich keinen Admin-Zugriff mehr habe? Und die andere Frage war, wie lange es in etwa dauert, bis man als Admin für die Unternehmensseite freigeschaltet wird. Oh, das ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber die ich gerne mitnehme. Ja, die muss ich einfach selber nachschauen. Okay, dann kommen wir zum Thema Ad Grant. Da kamen jetzt auch einige Rückfragen. Eine ganz explizite ist, müssen die Themen die Gesamtthematik der Non-Profit-Organisation sein oder reicht es für diese Bewerbung zum Beispiel auch schon aus, wenn ein Projekt einer sozialen Organisation in die thematische Ausrichtung fällt? Genau, das ja, glaube ich schon, das würde ausreichen, sozusagen die Inhalte, für die diese Ad-Grants dann genutzt werden sollte dann aber auch sozusagen mit diesem Projekt zu tun haben. Also jetzt kann ja sein, dass irgendwie eine größere Organisation vielleicht ein Projekt zum Thema Arbeitsmarktzugang hat, dann sollten eben diese Ad-Grants auch für dieses Projekt genutzt werden, dann hat es, glaube ich, mehr Chance, da ausgewählt zu werden. Ich muss auch dazu sagen, ich kann selber leider die Projekte nicht auswählen. Das macht ein Team in den USA. Von daher habe ich dann geringen Einfluss darauf. Ich kann aber sagen, es geht grundsätzlich, sollte man sich da mit richtigen Kampagnen bewerben, wo man auch spezifische Ziele mitverfolgt. Das sind so Erfolgskriterien für diese Bewerbung, dass man sagt, man möchte jetzt zum Beispiel über LinkedIn, keine Ahnung, 100 oder
200 Freiwillige für Projekt X rekrutieren oder man möchte so und so viele Menschen mit einer bestimmten Zielgruppe, meinetwegen Entscheidungsträgerinnen, mit einer bestimmten Message erreichen oder sowas. Also das Auswahlteam guckt eben danach, ist das sozusagen so eine Art schlüssige Kampagne, sind da konkrete Ziele mit verknüpft und auch gibt es ausreichend Know-how, sage ich mal, in den Marketing- und Kommunikationsabteilungen der Organisation, um diese Ad-Grants auch wirklich gut zu nutzen. Es kam auch die Rückmeldung, eben dieses Ad-Grant-Programm ist für einige sehr spannend. Hast du da zufällig einen Link, den du hier in Chat posten kannst, wo man sich als Non-Profit informieren kann? Leider habe ich den Link noch nicht, weil das erst jetzt wieder also ich kann einen generellen Link gleich noch raussuchen für die englische Seite, aber da steht im Prinzip auch nicht viel mehr darüber drin, als was ich gerade erzählt habe. Interessant ist dann tatsächlich die eigentliche Ausschreibung, die kommt dann erst wahrscheinlich jetzt im Laufe des Julis. Das kann ich aber dann gerne teilen oder ich weiß nicht, ob ihr das ja, über das Haus des Stiftens teilen kann. Leider habe ich da jetzt, ist diese Ausschreibungsseite noch nicht online. Also wenn jetzt zum Beispiel, du hast jetzt hier bei Q&A unten ja auch generell einen Link eingefügt. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass man dort einfach schaut und geupdatet wird automatisch als Non-Profit. Wahrscheinlich am besten ist dieses einfach nun ohne das FAQ. Hier ist ja die FAQ. Am Anfang hatte ich diese Seite verlinkt für LinkedIn for Nonprofits, auch auf Deutsch. Da ist das dann auch, da wird das eingestellt, genau. Genau, und die Präsentation erhalten Sie im Nachgang. Das heißt, dann haben Sie den Link und können sich dort informieren. Dann gab es jetzt einige Rückfragen zum Thema, also das Angebot 50% für Nonprofits, dass die weniger für den Sales Navigator und ich glaube, das Recruiting zahlen. Da kam auch Ja. die Rückfrage, gibt es da irgendwie einen Link dazu oder wie ist da der Anmeldeprozess, damit man diesen Rabatt bekommt? Genau, da gibt es eben es auch in der Präsentation oder findet man auch über dieses Ressourcencenter. Da gibt es einen Link mit so einem E-Mail-Formular, das man ausfüllen muss. Und dann bekommt man eben diesen Rabatt. Man muss da kurz halt belegen, dass man gemeinnützig ist und so weiter. Aber wie gesagt, die Usability ist da noch nicht so super. Genau. Und ach so, das muss ich noch dazu sagen, dass dieser Rabatt auf die Produkte gilt leider nicht für Anzeigen auf LinkedIn. Also es geht für diese Produkte im Bereich Recruiting und im Bereich Sales, diese Sales Navigator, aber nicht für Anzeigen. Und kannst du auch irgendwas zu den Kosten sagen? Also weißt du da zufällig, was es dann noch an Kosten für die Non-Profits sind? Nee, das kann ich nicht sagen, weil das dann genau davon abhängt, was für eine Art Lizenz da erworben werden soll und was bei dem Recruiter zum Beispiel hängt es dann davon ab, wie viele Stellenanzeigen da noch mit gepostet werden sollen und so weiter. Dann kam noch die Frage, eine Frage zum Ressourcencenter. Kann man das auch mit einem bestehenden Profil der Organisation verbinden? Also die Frage ist, weil man beim Einstieg ja erstmal aufgefordert wird, ein Profil zu gestalten. Hast du da einen Tipp? Ach so, ja, also dieses Ressourcencenter, das ist einfach nur eine Seite mit Informationen, ne? Man kann natürlich, also das muss man nicht Schritt für Schritt durchmachen, sondern kann sich einfach genau das raussuchen, was für einen gerade relevant ist. Und wenn man eben schon ein Profil hat, dann überspringt man einfach diese ersten Schritte und geht direkt in die Inhalte und kann gucken, was ist meiner Organisation gerade wichtig. Ist es die inhaltliche Kommunikation, das Fundraising, das Recruiting und dann direkt da in die Bereiche gehen. Das ist einfach wie gesagt, es ist einfach nur eine Seite mit verschiedenen Unterseiten mit Informationen.
Dann kam eine Rückfrage von einem Verein, der versucht hat, sich anzumelden und die Rückmeldung gekriegt hat, ihr Netzwerk ist zu klein, sie können keine Non-Profit-Seite einrichten, weil es eben nur eine Person eingerichtet hat. Da kam so die Rückfrage, wo könnte da der Fehler liegen? Also wie schafft man es dann, sich anzumelden, wenn man ja eben als nicht diesen Fehler bekommen möchte, ihr Netzwerk ist zu klein? Ach so, oh, das weiß ich auch nicht, das muss ich auch mitnehmen. Mhm. Da ich jetzt, also nur als Hintergrund, da ich ja das gesellschaftliche Engagement von LinkedIn koordiniere, bin ich manchmal nicht Im zu Technischen so. jedem technischen oder Produktdetail informiert. Dafür ist unsere Plattform leider zu kompliziert. Dann kam eine Frage, wenn zum Beispiel eine Mitarbeitende einer Non-Profit-Organisation etwas für die Organisation postet, dann erhält sie weitaus mehr Resonanz als, also als Person, wenn sie das als Person postet, als wenn sie das im Namen der Organisation postet. Und da ist so die Frage, gibt es da eine Empfehlung, dass man einen Post sowohl als Privatperson und auch als Non-Profit posten sollte, oder sollte man sich da im Vorhinein schon entscheiden? Also das, nee, es gibt da keine generelle Empfehlung. Die einzige Empfehlung ist tatsächlich, als Organisation auch seine Mitarbeitenden in die Kommunikation mit einzubinden, weil natürlich die wiederum mit ihrem eigenen Netzwerk auf LinkedIn einfach die Reichweite erhöhen. Und es kann manchmal sein, dass man eben als individuell, also als Person eine größere Reichweite erreicht. Dann macht es Sinn, sozusagen diesen Post zu nehmen und dann, dass die Organisation eher darunter kommentiert oder liked und das nochmal verstärkt oder repostet. Manchmal hat aber auch die Organisation selber eine größere Reichweite. Das, ja, davon würde ich es abhängig machen. Aber grundsätzlich ist immer gut, auch über die Mitarbeitenden und oder die Mitarbeitenden dazu anzuregen, wenn die Organisation postet, das auch intern zu teilen und zu bitten, da direkt das zu liken, zu kommentieren oder so, weil tatsächlich die Reaktionen, die ein Post in der ersten Stunde, glaube ich, bekommt, die Reichweite einfach erhöhen können. Und dann hängt es natürlich auch einfach davon ab, wie groß die eigenen Netzwerke sind, ne? Es kann ja sein, dass jemand selber ein viel größeres Netzwerk auf LinkedIn hat als eine Organisation. Und gibt es generell auch Zahlen für den deutschsprachigen Markt, zum Beispiel Anzahl der Non-Profits? Damit verbunden die Frage, ob es im Resource Center auch Case Studies zu deutschen Non-Profits gibt oder ob die in erster Linie jetzt gerade noch übersetzt aus dem Englischen, aber die Beispiele sind aus den USA. Ja, also tatsächlich ist das so, die Beispiele sind im Moment aus den USA. Wir haben, sagen, übersetzt, aber nicht regionalisiert. Das heißt, wir haben da jetzt noch keine besonderen Zahlen oder Fallstudien aus Deutschland leider. Vielleicht kommen wir da nochmal hin, aber bis jetzt ist das leider nicht der Fall. Dann kam die Frage, wenn ich als große Non-Profit-Organisation verschiedene Abteilungen habe und damit natürlich auch unterschiedliche Aktivitäten und Zielgruppen zusammenhängen, können diese auch dann separat auf LinkedIn aktiv sein oder muss alles unter dem Dach der Non-Profit quasi gepostet werden? Also man kann sicher, wir haben ja auch zum Beispiel den LinkedIn-Account und dann nochmal LinkedIn for Nonprofits als eigene Seite. Das geht sicher. Ich weiß nicht genau, ob das, wie sinnvoll das ist. Das hängt wahrscheinlich wirklich von der Größe ab. Also ja, wenn die Organisation sehr groß ist, dann kann es vielleicht Sinn machen. Ansonsten kann man ja die Inhalte auch über, ich weiß nicht, was Hashtags oder sowas einem bestimmten Bereich einer Organisation zuordnen. Und kannst du eine Angabe machen, mit wie viel zeitlichem Aufwand man ungefähr rechnen sollte, um ein LinkedIn-Profil sinnvoll zu bespielen? Also gerade Hintergrund ist der, es gibt einfach oft nicht viel Manpower in den kleinen Organisationen, vor allem eben auch nicht so für Social Media. Genau, und zu Nutzen, Zeitaufwand, also. Das ist sehr schwierig zu beantworten.
Ja, also es hängt natürlich davon ab, was man erreichen möchte. Jetzt nur auf LinkedIn präsent zu sein, ist ja kein Ziel an sich, sondern es hängt einfach davon ab, wofür man die Plattform auch nutzen möchte. Und ja, nee, kann ich nicht so sagen. Also es wird schon empfohlen, regelmäßig auch Inhalte einzustellen, damit man überhaupt auch so eine organisch seine Reichweite vergrößert. Also wenn nie was, also wenn jetzt irgendwie nur einmal im Monat was gepostet wird, dann ist das, glaube ich, schwierig. Also wenn man einmal, keine Ahnung, einmal die Woche versucht, ja, irgendeinen Inhalt einzustellen, ist gut, aber ja, leider eine generelle Faustregel gibt es dafür. Und hast du vielleicht einen Tipp, wie man vorgehen soll, wenn man eine völlig neue LinkedIn-Präsenz als kleiner Verein aufbauen möchte und auch schnell ein Netzwerk bekommen möchte, also ein recht großes. Gibt es da irgendwelche Basic-Tipps, die du da mitgeben kannst? Ja, also auf jeden Fall versuchen über alle, die den Verein kennen, zu gehen, ne? Also das können Mitarbeitende sein, die zu bitten, der Seite zu folgen. Es können Freiwillige sein, Ehrenamtliche. Vielleicht kann man auch die Mitarbeitenden oder ich weiß nicht, Unterstützerinnen dazu bitten, das wiederum über ihre Netzwerke zu teilen, also und so versuchen, organisch eine möglichst große Reichweite zu bekommen. Dann kam noch die Rückfrage bei AdGrinds, weil du meintest, dass die Kollegen in den USA auch darüber entscheiden, wer quasi dort genommen wird und wer nicht. Muss die Bewerbung daher auf Englisch sein? Ja, die Bewerbung sollte auf Englisch sein. Das Bewerbungsformular ist nicht sehr aufwendig. Also ich glaube, wenn man sich da eine Stunde dran setzt, kann man das ganz gut ausfüllen. Aber es sollte tatsächlich auf Englisch sein, ja. Dann noch zwei sehr allgemeine Fragen. Sind die Unternehmensseiten bei LinkedIn die gleichen Seiten wie die für Non-Profit-Organisationen? Also es gibt natürlich, also ich glaube, es im Prinzip sind das die gleichen. Es gibt natürlich auch, noch mehr Features, wenn Unternehmen für ihre Unternehmensseite zahlen. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Features dann dabei sind und welche nicht. Aber es gibt sozusagen so eine Basisfunktion, eine Basisseite, die sich Nonprofits erstellen können, die kostenlos ist und wo wahrscheinlich wirklich das meiste mit abgedeckt ist. Dann, wie funktioniert es mit der Mehrsprachigkeit am besten auf LinkedIn? Hast du da vielleicht einen Tipp? Oh ja, das ist tatsächlich immer ein schwieriges Thema auf LinkedIn. Ich merke das bei meiner eigenen Nutzung auch, das ist so ein bisschen mal Deutsch, mal Englisch. Das ist wahrscheinlich auch nicht sehr hilfreich für die Reichweite. Tatsächlich ist es so, für persönliche Profile gibt es eben eine Hauptsprache und eine. Ja, und man kann sein Profil dann eben noch in mehreren weiteren Sprachen einstellen. Es hängt immer sehr viel davon ab, in welcher Sprache also die Leute, die den Content sehen sollen, LinkedIn nutzen. Also wenn man eine Followerschaft hat, die mehrheitlich Englisch spricht, aus welchem Grund auch immer, vielleicht ist man irgendwie eine internationale Hilfsorganisation, dann sollte man das auch auf LinkedIn bedienen, weil der englische Content denen eben angezeigt wird und der deutsche in der Regel nicht, wenn sie nicht Deutsch auch noch als Sprache eingestellt haben und andersrum. Also auch da irgendwie gucken, was ist meine Zielgruppe als Non-Profits, in welcher Sprache kommunizieren die am ehesten? Ja, das würde ich so als Faustregel mitnehmen. Und wenn ich jetzt als Organisation ein Video zum Beispiel posten möchte, gibt es da irgendwelche wie sagt man, also dass man auf ein gewisses Format achten soll, Länge, Machart, gibt es da etwas, wo du sagst,
daran kann man sich orientieren. So soll es auf jeden Fall sein und so soll es nicht sein. Das kann ich nicht dazu, nee, dazu kann ich nichts sagen. Also generell wird Bewegtbild auch vom LinkedIn-Algorithmus sehr, sehr gut angenommen. Kann ich nur sagen, also nur dazu ermutigen, tatsächlich auch Videos einzustellen. Aber man findet sicherlich mit Google irgendwelche Guides, wie man das am besten macht. Im Zweifel gibt es dazu auch eine LinkedIn-eigene eigene Materialien dazu, aber ich kann es jetzt leider nicht sagen. Und gibt es irgendwelche Kriterien für eine wirklich gute Unternehmensseite, also wo man vielleicht sogar abhaken kann, okay, machen wir, haben wir vor und man weiß automatisch dann, so ist meine Organisationsseite auf jeden Fall schon mal ganz gut eingerichtet. Ja, also da findet man tatsächlich Materialien in diesem Ressourcencenter dazu, wie man das am besten macht. Und im Zweifel, wenn man auf der Plattform ist, wird man da eben auch durchgeführt, so wie beim eigenen Profil auch. Gibt es dann so verschiedene Kategorien, in denen man Dinge eintragen kann. Ja. Dann gab jetzt noch eine Detailfrage zu AdGrant. Wenn die Ausschreibung im Juli ungefähr beginnt, kann man dann jetzt schon sagen, wie lange man sich dann darauf konkret bewerben kann? Also ist es dann nur ein Zeitfenster von einer Woche oder vielleicht sogar von einem Monat? Ja, also ich würde sagen, in der Vergangenheit waren es immer so 3, 4 Wochen, in der die Ausschreibung offen ist. Wenn das jetzt im Juli, wahrscheinlich ist die Ausschreibung den ganzen Juli über offen. Dann wird im Laufe des Augusts darüber entschieden und dann kann man in der Regel die Ad-Grants bis zum Ende des Jahres einsetzen, also über einen Zeitraum von 4, 5 Monaten noch. Dann kam jetzt noch die Frage, ob es vielleicht ein konkretes Beispiel für eine Non-Profit-Organisation gibt, die LinkedIn wirklich erfolgreich nutzt im deutschsprachigen Raum. Ob du da so ad hoc jemanden kennst oder ob man auf LinkedIn vielleicht nach irgendwas suchen kann, um da selber Organisationen zu finden. Ja, man kann einfach alle möglichen, also ne, über die Suchfunktion findet man natürlich jede Organisation, die man kennt. Wir arbeiten im Social Impact Bereich mit zwei Partnern oder mit mehreren Partnern zusammen, die ich finde alle LinkedIn relativ gut nutzen. Was man sich mal angucken kann, das eine ist die Ready School for Digital Integration. Das zweite Beispiel wäre Chiron Open Higher Education, kennen vielleicht auch einige. Und dann eine kleinere Organisation, die aber trotzdem wirklich sehr umtriebig ist auf LinkedIn, die Imagine Foundation. Das sind drei Partner, die wir als LinkedIn auch unterstützen. Und die finde ich alle wirklich ganz gute Arbeit machen auf LinkedIn. Und weißt du zufällig, wo man erfahren kann, welche Punkte von einem Algorithmus gut angenommen werden, also was auch positive Effekte bringt? Nee, es gibt da keinen One Source of Truth, tatsächlich auch nicht intern. Es gibt aber verschiedene, wenn man das googelt, es gibt tatsächlich einige, ja, wir nennen sie Creatorinnen auf LinkedIn, also LinkedIn-Influencerinnen, die da viel rumexperimentieren mit dem Algorithmus und die dann teilweise auch selber so Materialien veröffentlichen, so postet man also tatsächlich mein Wissen darüber, wie man irgendwie gut postet und so. Das stammt teilweise auch aus diesen Materialien von Drittpersonen, also gar nicht intern aus dem Unternehmen. Also wir haben da keine eigene Guide dazu, wie man den Algorithmus so bedient, dass der Post besonders erfolgreich wird. Also generelle Tipps hatte ich ja schon gesagt, so ne, möglichst frühzeitig für Engagement mit dem Post sorgen, also dass Leute den liken oder kommentieren, möglichst eben in der ersten Stunde. Dann auch gucken, wann sind die Leute, die man ansprechen möchte mit dem Post, wann sind die wahrscheinlich auch auf der Plattform, also vielleicht nicht Sonntagmorgen, sondern eher irgendwie Dienstag. Keine Ahnung, Dienstag um 10 oder
wann auch immer, also auch da zu gucken, wann man zeitlich postet, sind so generelle Tipps. Was dann ist auch das Thema externe Links. Das führt manchmal dazu, dass der Post weniger Reichweite generiert, wenn man in dem Post selber externe Links setzt, weil LinkedIn eben weil das nicht honoriert, wenn man versucht, von der Seite wegzulinken. Man kann aber immer auch Links in die Kommentare dann posten. Das ist dann, das wird in der Regel empfohlen dann. Das sind so ein paar generelle Hinweise. Dann können beziehungsweise wie können auch Mitarbeitende von einer Non-Profit-Organisation von vergünstigten Beiträgen profitieren? Gibt es das überhaupt? Nein, das gibt es tatsächlich leider nicht. Also die vergünstigten Produkte sind vor allem für die Organisationen. Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, auch noch ein Thema, was wir bei LinkedIn noch voranbringen können. Ich weiß, dass es viel Interesse daran gibt, gerade für Mitglieder, also gerade für Leute in den Kommunikations- und Marketingabteilungen von LinkedIn for Nonprofits, da gibt es viel Interesse an LinkedIn Premium und ich weiß auch, dass das nicht besonders günstig ist. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal ein Angebot, aber im Moment gibt es das leider nicht. Und auch noch eine allgemeine Frage: Ist die Mitgliedschaft für gemeinnützige Organisationen immer kostenlos und kann man mit der kostenlosen Version auch Stellen ausschreiben? Genau, man kann, soweit ich weiß, also grundsätzlich ist die Präsenz auf LinkedIn erstmal kostenlos. Auch ein Organisationsprofil auf der Seite zu erstellen ist kostenlos. Und ich glaube, man kann auch eine Stelle kostenlos ausschreiben, wahrscheinlich zurzeit oder so. Dann ist LinkedIn barrierefrei. Ich würde sagen, teils, teils. Wir bemühen uns darum. Wir arbeiten auch mit einer Organisation zusammen in den USA, die uns dabei hilft. Aber sicherlich können wir da noch besser werden. Und teilweise gibt es den Support bis jetzt auch nur auf Englisch, was natürlich nicht besonders barrierefrei ist. Dann, wenn ich jetzt eine Organisation bin und ich starte jetzt ganz frisch mit LinkedIn, habe noch keinerlei Erfahrung. Hast du so ein paar Basic-Tipps, die man wirklich unbedingt wissen sollte, zum Beispiel gerade auch hinsichtlich Websicherheit? Kannst du da dir mal eben schnell was aus dem Ärmel schütteln oder ist das so easy nicht in der Kürze zu beantworten? Nein, wie gesagt, ich würde sagen, einfach ein bisschen ausprobieren, Mitarbeitende, Freunde, Unterstützerinnen, Freiwillige irgendwie mit einbeziehen. Das wäre, glaube ich, der wichtigste Tipp. Ansonsten kann man sich eben auf dem Ressourcencenter umtun und da findet man auch viele Tipps, gerade zum Thema Content-Strategie, also Inhaltsstrategie, wie man sagen, bestimmte Inhalte auf LinkedIn spielt und so weiter. Genau dafür ist dieses Ressourcencenter aufgebaut worden. Dann schaue ich gerade noch. Also es sind einige eben sehr allgemeine Fragen jetzt gerade gewesen. Dann kam noch die Rückfrage einmal zum Thema Nachhaltigkeit bei dem Ad-Grants-Programm. Geht es, dass man das vielleicht noch ein bisschen genauer definiert? Was ist Nachhaltigkeit? Also geht es hier rein um Klimaschutz oder hast du da vielleicht schon so ein paar Punkte vorliegen, was alles unter die Definition fällt? Also nicht rein Klimaschutz, ich würde sagen, Klima- und Umweltschutz fällt da unter den Bereich Nachhaltigkeit. Also auf Englisch heißt der Themenbereich Environmental Sustainability. Genau. Dann kam jetzt gerade von einer Non-Profit-Organisation sogar auch die Rückmeldung, es gibt auf LinkedIn Learning zahlreiche Gratiskurse zur Nutzung von LinkedIn. Das möchte ich gerade auch einfach nur mal so weitergeben an alle, die da auch sich gerade noch am Überlegen sind, wie gehen wir da vor mit LinkedIn. Vielen Dank für den Tipp, den Sie da gegeben haben. Hilft bestimmt dem einen oder anderen auch weiter. Genau, es gibt tatsächlich einige freigeschaltete Kurse von LinkedIn Learning. Also wenn man LinkedIn Premium
hat als Mitglied, dann hat man eben auch Zugang zu dem, zu der ganzen LinkedIn Learning Bibliothek. Aber es gibt einige Kurse, die auch freigeschaltet sind, besonders viele, die sich eben darum drehen, ne, wie man LinkedIn als Plattform nutzt, wie man selber ein gutes Profil aufbaut und so weiter. Dann noch eine ganz wichtige Frage, die auch gerade reinkam, ist: Gibt es Probleme und wenn ja, wie viele mit dem Thema Shitstorm oder auch Hate Speech, gerade auf LinkedIn? Und gibt es auch Tipps, wie man damit am besten dann umgeht, wenn so etwas mal passiert? Also generell versucht LinkedIn, wie andere Plattformen auch, so viel, so gut es geht, das zu unterbinden und entsprechende Inhalte rauszufiltern. Leider gelingt das nicht in allen Fällen. Es gibt auf jeden Fall auch, ne, die Funktion, dass man Beiträge melden kann und so weiter. Mein Eindruck ist sozusagen von meiner persönlichen Nutzung von LinkedIn, dass so Hate Speech immer noch etwas weniger vertreten ist als auf anderen Plattformen. Hängt ja unter anderem damit zusammen, dass die meisten mit ihrer echt, also mit ihrer wirklichen Identität und auch ihrem professionellen Hintergrund auf LinkedIn vertreten sind und man sich da vielleicht eher ein bisschen zurückhält, weil das im Zweifel auch der Arbeitgeber mitbekommt, was man da so postet. Genau, also ich würde sagen, ist es vielleicht ein geringeres Problem als auf einer Plattform wie Twitter, aber natürlich gibt es das auf LinkedIn auch. Also, und ich würde einfach als Tipp würde ich einfach sagen, die Kanäle nutzen, die Beiträge melden, im Zweifel irgendwo ja auch gibt es bestimmt auch einen Kanal, den man kontaktieren kann bei LinkedIn, wenn man da ein besonderes Problem hat. Zum Abschluss noch mal eine ganz allgemeine Frage. Thema Hashtags. Sollte man die verwenden? Und wenn ja, gibt es da auch irgendwie eine Vorgabe, was besonders gut ankommt an Anzahl, was eher nicht? Genau, also ich habe mal gelesen, ja, man soll idealerweise setzt man unter einem inhaltlichen Post so 3 bis 5 Hashtags und taggt auch 3 bis 5 andere Personen, einfach um sagen auch so diese anfänglichen Reaktionen zu bekommen auf die Posts, die dann wiederum die Reichweiten erhöhen. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt 20 Hashtags darunter zu setzen, aber 3 bis 5 ist, glaube ich, eine gute Zahl, genauso wie bei den Leuten, die man taggt. Dann hoffe ich, liebe Teilnehmenden, Sie haben einen guten Überblick erhalten, wie Sie LinkedIn für Ihre Organisation nutzen können, um Sie zum einen bekannter zu machen, aber auch um potenzielle Spender, Spenderinnen, mit denen in Kontakt zu treten und auch neue UnterstützerInnen zu gewinnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lars, dass du dir heute die Zeit genommen hast und auch bei Ihnen, liebe Teilnehmende, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen allen jetzt noch einen schönen sonnigen Tag und ja, freue mich wie immer, wenn wir Sie bei einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen dürfen. Und damit tschüss aus dem Süden Deutschlands und bis bald. Prima, vielen Dank. Tschüss und gerne auf LinkedIn vernetzen, für wen das interessant ist. Tschüss, schönen Tag noch an Ihnen.